Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren Ligarennen hier auf meinem Kanal aus F1 2020. Wir starten rein in den großen Preis von Österreich in der AOR-Saison 20. Tier 6 in dieser Liga sind keinerlei Fahrhilfen erlaubt. Bevor es aber auf die Rennstrecke geht, möchte ich nochmal kurz die Werbetrommel trommeln. Und zwar plane ich hier für den Dezember ein Projekt, und zwar die Formel 2-Karriere mit dem Team Prema, mit Mick Schumacher als Teamkollegen. Das Ganze hat letztes Mal in Bahrain begonnen, das war schon ein richtig nices Rennen. Und wer da auf jeden Fall Interesse hat, der kann jetzt oben rechts in der Infokarte mal draufklicken oder vielleicht nach dem Rennen einfach mal da einen Besuch abstatten. Meiner Meinung nach sind das die spannendsten und intensivsten Singleplayer-Rennen, die ich bisher in F1 2020 hier auf meinem Kanal hochgeladen habe. Also, wer da Interesse hat, gerne mal vorbeischauen, und ansonsten geht's jetzt los mit der AOR Saison 20 aus Österreich. Ja, wir lassen es jetzt krachen, ey, absolut. Wir haben richtig viele Test-Qualifyings gemacht, oder, Spicy? Ja, so locker null. Locker null. Also zusammen. Ja. Ja, und so sieht es nach dem Erfolgserlebnis vom großen Preis von Frankreich letztes Mal aus bei Team Alpha. Kein Test-Qualifying, keinerlei Übung hier für den großen Preis von Österreich. Ist natürlich, ja, nicht ganz so ideal, aber man muss fairerweise auch sagen, Österreich ist wirklich nicht die schwierigste Strecke, und da hat man sich eigentlich auch relativ schnell eingefunden, würde ich jetzt mal so behaupten. So, und am Anfang der Session der obligatorische Setup-Abgleich mit dem Teamkollegen, teamintern, einfach mal so ein bisschen, ja, hören, lauschen, was macht der Teamkollege, was machst du selbst, kannst du da vielleicht noch das eine oder andere umstellen, oder ist eine Einstellung vielleicht komplett abwegig? Ich meine, das kann ja immer mal sein, und deswegen verbringen wir am Anfang der Qualifying Session immer mal gut und gerne so ein bis zwei, teilweise sogar mehr als zwei Minuten in der Boxengasse, um dann nochmal kurz drüber zu sprechen. Aber ich denke, das Setup war hier beim großen Preis von Österreich nicht das Problem. Ich denke, das Wichtigste auf dieser Strecke ist es, einfach eine gültige Runde zu fahren, wie oft ziemlich vielen Strecken, denn es gibt hier in Österreich doch einige Stellen da, wo es absolut auf Millimeter ankommt, und dort muss man wirklich sehr genau sein. Ich glaube, der VMAX ist schon wieder, oder Max Attack ist schon wieder auf Mediums raus. Echt? Wenn ich das richtig gesehen habe, als er gerade an der Box vorbeigefahren ist. Der Ehrenlose. Ja, kurz mal ein kleines Späßchen über den AOR VMAX erlaubt, der ja letztes Mal beim großen Preis von Kanada, ach nee, es war das Rennen vor dem großen Preis von Frankreich, ja auf den Mediums einfach eine 1.83 gefahren ist, und das in Tier 6, das ist halt schon ein bisschen fragwürdig, aber gut. Ich meine, es gibt ziemlich häufig einen oder zwei, die eine gewisse Liga dominieren. In dem Fall ist das halt ganz klar der VMAX, der so gefühlt 80% aller Rennen in dieser Saison bisher gewonnen hat. Gut, das soll jetzt aber nicht unser Problem sein, denn unser Problem ist es jetzt hier und heute, eine gültige, schnelle Runde beim großen Preis von Österreich hinzulegen. Und das ist jetzt hier der allererste Versuch. Wir haben da eben auf der Aufwärmrunde des Kollegen hinter uns gut Platz gelassen, sodass er da vorbeifahren konnte. Turn 1 hier, ja, schon ein bisschen mit Respekt Abstand zum rechten Curb, beziehungsweise auch zum linken Curb. Das ist so eine Stelle, da kannst du dir schnell mal eine ungültige Rundzeit holen. Hier vielleicht nochmal ganz kurz was vom Windschatten gegeiert, aber ich denke, das hat nicht so viel gebracht. Hier Shortshift in den zweiten Gang, nicht in den dritten Gang geshortshiftet, ist hier auch meiner Meinung nach nicht zwingend erforderlich, aber ich weiß auf jeden Fall aus, ja, dieser Erfahrung hier beim großen Preis von Österreich, dass das eine Kurve ist, da wo ich sehr, sehr große Probleme hatte mit der Traktion generell. Ja, also es gibt durchaus noch die ein oder anderen Kurvenarten, da tue ich mich doch noch ein bisschen schwer mit dem Gas geben und dem Shiften, also da bin ich immer so ein bisschen am Tasten, sag ich mal, immer so am Vorarbeiten, aber ich denke, in den vergangenen paar Monaten habe ich, was das angeht, doch schon einen ziemlich ordentlichen Fortschritt gemacht. Wir sehen den letzten Sektor, der ist auch nicht gerade der einfachste mit den Track Limits. Hier kann man schnell mal eine ungültige Rundenzeit tun, und trotzdem reicht es für die 1.33. Hier, Junge! Und über diese Rundenzeit und diese vorläufige Pole Position, da war ich ehrlich gesagt extrem überrascht in diesem Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall schon mal eine sehr stabile Banker Lab, ganz ehrlich. Dafür, dass ich... Was bist du gefahren? Ich bin eine 3.3 gefahren. Oh ja. Das ist auf jeden Fall stabil für die erste so. Dafür, dass wir kein Test-Qualifying gemacht haben, ist es okay. Ja. Ja, und der Spicy Lemon, der war sichtlich angetan von dieser 1.33, die ich da einfach mal aus dem Hut gezaubert habe in Runde 1. Wie gesagt, da haben wir, glaube ich, beide nicht so wirklich mit gerechnet. Und wie wir gerade sehen können, der Spicy Lemon momentan auf der 5. Position hier im Qualifying. Ja, wir haben aber immer noch 8 Minuten 23 auf der Uhr, und jetzt geht es auf die nächste fliegende Runde. Und wir sehen, das Wetter ist ein bisschen besser geworden, was in Turn 1 gar nicht mal so vorteilhaft ist. Denn wie wir sehen können, die Strecke, die ist so krass am Reflektieren, da ist es sogar schwierig, meiner Meinung nach,
nach, da den perfekten Bremspunkt zu finden, weil du im Grunde genommen die Strecke nicht siehst. Du musst dich einfach an den Bremsschildern orientieren. Und problematisch wird der ganze Spaß dann im Rennen, wenn irgendwelche Leute da die Bremsschilder umfahren, denn dann hast du einfach gar keine Orientierung mehr. Ausgenommen, nicht so gut. Wie wir jetzt hier gerade gesehen haben, da habe ich versucht, ein bisschen zu viel rauszuholen, ein bisschen zu spät gebremst und dann geht das Auto zu tief in die Haarnadelkurve rein und sofort ist die ganze Zeit, die du in Turn 1 sozusagen rausgeholt hast, durch die Aggressivität wieder weg auf einen Schlag. Und ja, wir sehen aber trotzdem immer noch grün unterlegte Zeit hier im Mittelsektor, lila unterlegte Zeit laut Spiel. Das muss ja nicht immer richtig sein, das haben wir in der Vergangenheit schon mal gesehen, das ist durchaus ab und zu mal ein Bug. Nichtsdestotrotz hier, letzter Sektor, der ist ganz, ganz schwierig. Die Kurve extrem gut erwischt, mega viel Speed mitgenommen. Nein, ich hab's kommen sehen. Und dann am Ende leider mit allen vier Reifen auf dem Randstein gewesen und sofort ist die Rundenzeit wieder ungültig. Das wäre eine 1-3-1 gewesen und das hätte momentan für einen zweiten Platz höchstwahrscheinlich gereicht. Also, wir sehen, es haben sich die Fahrer schon wieder ein bisschen verbessert. Ich glaube, momentan auf der 1 der V-Max, der eben schon benannt wurde. Tja, aber ich meine, wenn man eine Runde verhaut bzw. ungültig macht, dann ist das noch kein Beinbruch, denn wir haben ja immer noch einen Softreifen zur Verfügung und wie wir gerade an der Zeit sehen können, 4 Minuten und knapp 10 Sekunden noch Zeit, um hier eine Verbesserung hinzuklatschen. Also wenn ich jetzt rausfahre, kann ich eine noch verkacken, dann kann ich nochmal auf Mager machen. Und dann kann ich vielleicht nochmal eine dranhängen. Ich glaube, ich mache das einfach. Du kannst sogar zwei Runden komplett durchfahren. Das ERS reicht für zwei Runden hier. Echt? Ja. Ja, hier nochmal alle Eventualitäten abgewogen. Und wie wir gerade sehen können, Aufwärmrunde ist jetzt schon vorbei. Jetzt geht es auf die möglicherweise entscheidende Qualifying-Runde hier beim großen Preis von Österreich. Turn 1 zwischen dem 150-Meter-Schild runter in den vierten Gang. Curb auf der rechten Seite klippen. Leicht das Auto am Ausgang gesnappt. Wir sehen es, wir verlieren direkt wieder ein bisschen was. Wir sind leicht im negativen Delta. Zehntausendstel, knapp etwas mehr Zehntausendstel. Jetzt hier diese Kurve, die hat eben nicht gesessen. Auch hier wieder. Zu tief reingegangen, viel zu tief reingegangen und sofort breche ich die Runde ab. Aber das ist ja genau das Szenario gewesen, was ich eben in diesem kleinen Boxen-Talk angesprochen hatte. Wenn ich die eine Runde verhaue, kann ich immer noch eine dranhängen, denn genau so viel Benzin hatte ich mitgenommen. Und wie wir gerade sehen können, Turn 1 sitzt deutlich besser. 90.000stel besser als in der schnellsten persönlichen Runde zuvor. Jetzt muss die Kurve aber mal sitzen hier. Zweiter Gang, erster Gang, Kurvenscheitel. Ganz, ganz vorsichtig hier rausbeschleunigt. Wir sehen am Kurvenausgang ein bisschen was verloren. Da hatte ich ehrlich gesagt absolut die Hosen voll. Aber wie wir gerade sehen können, 1,2 Sekunden positives Delta. Jetzt hat sich nochmal einer verbessert. Wir sind auf die fünfte Position zurückgereicht worden. Das müsste dann der V-Max gewesen sein. Der hat gerade die Session aufgegeben. Wir sind auf einer massiven Verbesserung unterwegs. 1,6 Sekunden momentan hier im Mittelsektor. Die Linkskurve deutlich besser. 2,4 Sekunden. Momentan sieht das nach einer extrem soliden, guten Runde aus. Jetzt geht es in den letzten Sektor rein. Wenn dieser letzte Sektor sitzt, dann könnte das möglicherweise für die Pole Position reichen. Dafür müssen jetzt aber hier diese letzten paar Kurvenpassagen passen. Nein! All around me are familiar faces. Und wie wir gerade gesehen haben, es hat leider nicht gepasst. Denn in der letzten Kurve dann wieder Millimeter zu weit links auf dem Randstein und so fort ist die Rundenzeit ungültig. Und so gesehen starten wir hier und heute von einem, ja, doch relativ enttäuschenden sechsten Platz nach dieser wirklich starken Runde am Anfang. Dann, ja, es nicht gebacken gekriegt, hier noch eine weitere gültige Runde zu liefern. Aber so eine 3-1 so wäre drin gewesen. Also P2 wäre theoretisch drin gewesen, glaube ich. Ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich es erkannt und jetzt erkenne ich es natürlich wieder. Die 3-1, die war absolut auf dem Tablett, die war auf dem Silbertablett. Aber ich habe es einfach nicht gebacken gekriegt, diese 1-3-1 hier zu fahren. Und das hätte dann, ja, mich doch stabile vier Plätze weiter nach vorne katapultiert. Wahrscheinlich, ja. Aber es wird eh safety-car kommen. Das kann doch nicht sein, dass die direkt auf Go drücken. So, ich fahre jetzt Medium, fange ich auf jeden Fall an. Hast du viel Benzin mitgenommen? Ich weiß nämlich nicht, wie viel man hier verbraucht. Also ich verbrauche viel, ich habe plus 2 Runden. Ich habe plus 2,6, glaube ich sogar. Ja, kann man auch loswerden, kein Ding. Okay. Das ist kein Problem, das loszuwerden. Ja, hier nochmal ein paar kleine strategische Talks aus dem Team Alpha. Da ging es über die Benzinmenge. Ja, wir müssen schauen, dass wir jetzt hier von einem sechsten Platz irgendwie das Beste daraus machen. Wie gesagt, den zweiten Platz echt ein bisschen weggeschmissen. Oh. Die Zeit wäre drin gewesen. Oh, dieses bekannte Gefühl der Nervosität, ne? Ja, mega nervös, ey. Das ist unnormal. Scheiße. Egal. Komm. Na, weil starte ich vom Platz 12. Warum sollte ich nervös sein? Ich kann nur gewinnen.
So, großer Preis von Österreich beginnt in wenigen Sekunden. Die 2, 3, 4, 5 roten Lichter gehen an. Großer Preis von Österreich ist jetzt freigegeben. Kriegen einen richtig guten Start, direkt besser als der Kev Genetics im Mercedes auf der linken Seite. Vor uns ist Sevilla auch ganz gut weggekommen. Wir bremsen richtig früh, um hier wirklich keine Gefahr zu laufen, hier irgendeinem reinzufahren. Das kann schnell mal passieren in der ersten Bremszone. Jetzt haben wir hier Fett Overtake, schalten das Overtake weg und der Renault von hinten, der kommt und... Oha! All around me are familiar faces. Danke für nichts. Warst du das? Ja. Ach du Scheiße! Oh. Ich konnte nicht sehen, dass, ich habe nur gesehen, dass es eingeschlagen hat. Bist du raus? Ja. Ah, Scheiße. Tja, was willst du machen? Das 100-Meter-Schild ist weg. Das 100-Meter-Schild ist weg. Alle verbremsen sich in die Kurve. Ich weiß gerade nicht, warum ich lache. Ich habe nichts zum Lachen. Ich habe gerade 4 Plätze in Kurve 3 gemacht. Tja, und so schnell war das Rennen dann aus meiner Perspektive leider auch vorbei. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal in der Zeitlupenstudie an. Also meiner Meinung nach gab es da überhaupt nichts, was ich hätte tun können. Ich fahre einfach gerade auf die Kurve zu, mache da wirklich nichts Unvorhergesehenes. Also ich möchte einfach nur die Strecke entlang fahren und dann hat der Renault hinter mir leider einen Ticken zu wenig Platz gelassen und dann... Ja, kommt es zu diesem katastrophalen Crash, der aus meiner Perspektive natürlich extrem ärgerlich gewesen ist, weil, ja, ich habe nicht wirklich viel vom Rennen erlebt. Das Rennen war in Runde 1 vorbei, um genau zu sein, ja, vor dem ersten Sektor sogar schon. Also da konnte ich nicht wirklich viel machen und, ja, falls ihr euch jetzt fragen solltet, ob es da eine Beschwerde gab oder eine Strafe gab, da habt ihr dann richtig geraten, denn ich habe das natürlich bei den Stewards eingereicht und die Strafe bzw. das Ergebnis davon, das zeige ich euch jetzt mal kurz. The stewards have reviewed the evidence and concluded that Potato Jones is to blame for causing a major avoidable collision. Potato Jones will receive a 20-second time penalty and 15 penalty points. Also schon eine relativ harte Strafe, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab manche Leute im Stream, die haben gesagt, das ist ein Rennunfall gewesen. Ich fand schon, dass er schon die Schuld hatte. Ich meine, er hat dafür gesorgt, dass ein Rennen eines anderen Spielers komplett vorbei war. Und das ist halt eine Phase des Rennens, da wo du eigentlich auch ein bisschen mehr Platz lassen könntest. Aber die AOR-Stewards, die sind nicht dafür bekannt, wirklich zimperliche Strafen auszusprechen. Also wenn da was passiert, dann wird das schon hart geahndet. Oh, der Spicy, wunderbar, ganz stark. Tja, und jetzt habe ich euch hier noch ein paar Highlights aus den verbleibenden paar Runden dieses Rennens zusammengeschnitten. Da gab es wirklich ein paar richtig nice anzusehende Zweikämpfe. Auch eine Safety-Car-Phase, ich glaube sogar zwei Safety-Car-Phasen, wenn ich mich recht entsinne. Also gab es sogar auch sehr dynamische Strategien, unterschiedliche Reifen. Pläne und wie wir links sehen können, viele Strafen. Also das wäre sicherlich ein extrem dynamisches und spannendes Rennen geworden, wenn ich das Rennen auch von Anfang bis zum Ende hätte durchfahren können. Da ist auf jeden Fall was drin gewesen, meine ich. Nein, nein! Oh! Was hast du gemacht? Tja, und die anfänglich wirklich hochgesteckten Hoffnungen des Team Alphas waren dann irgendwann leider auch vorbei, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben. Der Spicy, der hat sich leider in der zu Beginn des Videos bereits benannten Kurve weggedreht und hat dadurch auch noch seinen Flügel beschädigt und dann war das Rennen da auch gelaufen. Tja, und so gesehen ein sehr unbefriedigendes Rennen aus der Sicht von Team Alpha. Ganz klar, ich war in Runde 1 weg, der Spicy hat es dann leider Gottes auch selber weggeworfen, aber gut. Ich meine, es kann nicht immer alles positiv verlaufen. Nächstes Mal sehen wir einen weiteren spannenden Grand Prix, nämlich den großen Preis von Silverstone, Home of British Motorsport. Das wird auf jeden Fall ein richtiger Knaller. Und hier habe ich euch nochmal kurz die Tabelle reingepackt. Da sehen wir, dass der VMAX sich einen weiteren Sieg geholt hat vor dem Potato Jones, der dann lustigerweise, obwohl der ja derjenige gewesen ist, der mich rausgekickt hat, noch auf die zweite Position nach vorne gekommen ist. Also ich habe euch ja eben schon gesagt, ein absolut turbulentes Rennen mit vielen Safety-Car-Phasen. So konnte er dann auch wieder aufholen. Also ja, daran sieht man, was für ein Potenzial da theoretisch drin gewesen wäre, denke ich. Und ja, wir sind momentan auf einem 6. Platz mit ganzen 83 WM-Zählern, haben hier und heute natürlich Luft nach oben einbüßen müssen, ganz klar. Der Spicy Lemon momentan auf der 9. Position mit ganzen 51 Zählern, verliert eine Position gegen den Nasirov. Und den Rest könnt ihr der Tabelle entnehmen.
Ja, und damit sind wir mal wieder am Ende dieses Videos angekommen. Heute leider mit keinem positiven Ende. Ich hoffe trotzdem, dass euch das heutige Video Spaß gemacht hat. Ich hoffe, es hat euch dennoch ein bisschen unterhalten. Falls dem so ist, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet und ihr sagen solltet, ey, Liga-Rennen, das ist mein Ding. Diese Art von Videos machen mir Spaß auf YouTube anzugucken. Dann lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich auf meinen Kanal auf jeden Fall mega supporten und ich wäre euch extrem dankbar dafür. Und dann sieht man sich vielleicht beim nächsten Mal beim großen Preis von Silverstone wieder. Bis dahin, haut rein!